Warum sind Russen eigentlich so gefährlich beim Kämpfen? Wir schauen uns jetzt gemeinsam den Kampf von Fedor Emelianenko an. Dieser Mann repräsentiert den russischen Kampfsport aufs Höchste und er kämpft gegen keinen geringeren als Kevin Randleman. Kevin Randleman ist aktuell in seiner Prime. Er hat kurz zuvor, also kurz vor diesem Kampf, hat er Mirko Krokop, die Legende, K.O. geschlagen. Und jetzt kämpft er in der Prime gegen die andere Legende. Also es ist ein Kampf der zwei Legenden und es wird definitiv sehr spannend. Schauen wir uns das an. Ja, hier sieht man gleich so Fedor völlig unbeeindruckt. Das ist halt, was ihn ausmacht oder wofür er auch bekannt ist. Kevin Randleman sehr fokussiert, sehr muskulös, athletischer Körper. Da, schaut an, einfach komplett unbeeindruckt, dieser Mann. Diese Haltung von Fedor auch, also eher so ein bisschen gebeugt, nicht ganz so souverän und selbstbewusst wie jetzt Kevin Randleman. Randleman mit einem Wrestling-Background, man sieht seine linke Hand auch weit unten. Ja, da, er schützt quasi sein vorderes Bein. Er geht aber schon in Richtung Attacke und man sieht sofort einen Double-Leg-Takedown. Und Fedor, was macht er? Warum macht bitte Fedor von da oben so Schläge? Was soll denn das noch bringen in dem Moment? Also diese Situation, ich frage mich, warum? Er kassiert quasi hier einen Takedown. Jetzt wird es aber spannend. Publikum draußen, alle voll aufgeregt, ihr seht es. Ja. Hier, Fedor bleibt einfach cool, ist eine sehr gefährliche Situation. Also Randleman ist so gut wie in der Top-Mount. Aber schaut mal, und jetzt auch wieder, quasi in Anführungsstrichen natürlich, ein Fehler. Fedor dreht sich einfach mit seinem Rücken weg. Das macht man normalerweise gar nicht. Aber natürlich, ich sage das eben in Anführungsstrichen, schließlich kommt er jetzt gerade hier auch einfach mal raus. Schau mal, er gibt eigentlich seinen Rücken. Oh, ich dachte, er kommt raus. Noch viel heftiger eigentlich. Er kassiert einen heftigen Suplex. Er kassiert gerade, schaut mal Fedor seinen Kopf an. Oh mein Gott. Schon wieder in einer ganz schlimmen Situation. An so einer Stelle hören die meisten MMA-Fights auf. Und auch hier, mit welcher Leichtigkeit? Man glaubt es nicht. Leute, Kevin Randleman ist ein Top-Kämpfer. Der ist UFC-Champion. Und Fedor kommt da einfach unglaublich leicht raus. Diese Coolness dieses Mannes ist unfassbar. Und jetzt einfach zuschlagen von da oben mit seiner Masse. Schaut euch den Kopf von Kevin Randleman an. Wie viele Schläge, wie viele Gehirnerschütterungen muss dieser Mann da gerade erleiden? Oh mein Gott. Und diese Coolness, schaut her. Fedor ist einfach cool. Er hat gesehen, der Arm ist da frei. Okay, den schnapp ich mir, zack. Holt den Arm, isoliert ihn und zack, Kimura-Griff, eiskalt durchgezogen. Wahnsinn, oder? Und wieder ein emotionsloser Fedor hier zu sehen. Diesen Suplex hat er einfach weggesteckt. Er ist aus ganz gefährlichen Situationen rausgekommen und hat sich eiskalt die Kimura geholt. Leute, das meine ich, Russen sind unglaublich gefährlich, gerade weil sie eben keine Show machen und einfach die Fäuste sprechen lassen.